Bonjour und salut, willkommen zurück im LS19 in der Provence. Wir sitzen im 39 Cent und warten, bis der Drescher voll wird. Nö, machen wir nicht. Ich halte mich gerade mal durch, muss mal gerade noch mal schauen, was denn so anliegt. Der ist schmutzig, das sieht aber keiner. Der steht hier mitten im Weg. Also alle anderen Felder, die wir besitzen, sind am Wachsen. Bis auf das 28. Ja, da muss ich jetzt gerade noch mal gucken, was denn mit dem los ist. 28 ist im Wachstum. Was ist denn da drauf? Weizen. Ah ja. Ne? Strohtechnisch Weizen. Gut. Das ist am Wachsen und ist voll mit Unkraut. Ganz toll. Einmal gedüngt nur. Ich würde dann sagen, da könnten wir eigentlich, bevor wir jetzt den auch noch hässlich machen, nehmen wir das 724er und fahren gerade mal mit dem Rogatorchen zum Feld 28 und machen da mal Unkrautspritzerei. Lalalala. Ja, also wie gesagt, dass der jetzt so schmutzig da drin steht, das weiß ich nicht. Ja? Weiß nicht, wie der da reingestellt hat, so versaut. Auf der anderen Seite denke ich mir, er wäre jetzt eh wieder schmutzig geworden, gell? Ist voll, sehr schön. Komm mit mir. Du wunderschöne, andauernd blinkende Spritze. Oh, Wolle, müssen wir auch mal gucken, wo wir die loswerden demnächst. Silo haben wir abgedeckt, prima. Uiuiui, langsam die junge Pferde. Ja, schön, ne? Der beste Raps in der Gegend. Ui. Und sonst alles klar bei euch. Donnerstag, die Woche ist fast geschafft. Ach du lieber Himmel, sieht's denn hier aus? Könnte mal eine aufräumen. Na, das kriegen wir einmal hin, einmal zurück. Einmal hin, alles drin. Nee, wie hat es? Einmal drin, alles hin. Vorsichtig, vorsichtig. Da könnten wir eigentlich auch gleich noch mit der Schleuder drüber fahren. Dann ist das wenigstens komplettiert. Ja, dann haben wir auch genug Ertrag im Weizen. Weizen an sich, um den Weizen, um das Korn geht mir eigentlich gar nicht. Mir geht es ja um Stroh. Ja? Weil Stroh macht unsere Tiere froh. Jo. Ja, das reicht wahrscheinlich nicht ganz, ne, mit der Arbeitsbreite. Mal kicken. Ah, doch. Oh, ja, doch, doch, doch. Der Rogator kann das. Die blinkt zwar immer wie verrückt. Und hat sogar ständiges Licht an, obwohl sie nie am Strom hängt. Für die Leute, die es gerne schauen und noch interessiert, nachher um 11:30 kommt die Niederbayern, allerdings dann in der Version 1.7 als in der Singleplayer-Edition, nenne ich es mal. Weil, ne,
Ich bin spieltechnisch Single. Und was soll ich schon mit der MP-Map? Aber schön geworden hat ja, ich nenne jetzt mal X-Nilox und seine Kollegen. Wunderbar gemacht, fällt mir gut. Ihr werdet sehen, könnt ihr mal reinschauen. Nachher 11:30 die hier Niederbayern. So, da holen wir jetzt noch schnell die Schleuder und düngen dann die Janso. Aber ich habe mir jetzt mal vorgenommen, was die Felder betrifft, eins nach dem anderen richtig ordentlich fertig machen, weil wenn ich jetzt in der Übersichtskarte gucke, wie welches Feld gedüngt wurde und wo noch Unkraut drückt, das ist einfach nicht gut genug, nicht genau genug. Ja, und da muss ich dran arbeiten und das möchte ich dann auch so machen. Soll schon gut aussehen und ne. Meine Stimme ist noch etwas angeschlagen. Wir haben jetzt morgens 10 nach 5. Ja, also ich nehme hier für euch auf, bevor ich arbeiten gehe. Sonst schaffe ich es einfach nicht. Vorsichtig. So, die kann da stehen bleiben. Le Dünger Streuer. Das war Französisch eben, ne? Le Dünger Schleuder. Schleuder oder Streuer? Weiß gar nicht. Oh, der Drescher ist bei 92%. Der wird auch gleich abgetankt werden müssen. Aber zuerst fahren wir jetzt zum 28er Feld. Ups, eieiei, ist der Weg so schlecht. Müssen wir den Wegehobel mal drüber ziehen, ne? Mein lieber Freund. So, ich drücke hier gerade mal das allseits beliebte H, weil der Drescher gleich abgetankt werden möchte. Und da müssen wir ja Gewehr bei Fuß stehen. So. Ich denke, ich werde mal etwas spulen, dass die anderen Felder auch erntereif werden. Die Spritsparen, hä? Sehr schön. Sehr vorbildlich. Genießt die Ruhe. Du bist fertig. Das glaubst du sogar. Oder? Ja, das hast du geschafft. Ja. Achso, spulen. Ah, gehen wir mal auf 30 erstmal. Übertreiben wollen wir es ja jetzt nicht. Wobei es kann eigentlich nichts passieren. Alle Felder sind jetzt zweimal gedüngt, vom Unkraut befreit. Die können eigentlich nur noch reif werden. Sonst kann nichts passieren.
Und wir haben morgens 7:45. Da kann man ruhig ein bisschen schneller spulen. Jo, das war natürlich logisch. Lohnzahlungen fressen uns die Haare vom Kopf. Gibt es eigentlich einen Mod, der hier mir oben anzeigt, irgendwo auf dem Bildschirm anzeigt, dass das und das Feld reif ist? Nee, ne? Also ich wüsste es nicht. Habe noch keinen gefunden, sagen wir so. Die 5 müssen wir kalken, das machen wir jetzt mit dem 8er gleich. Noch nichts weiteres erntereif. Da schnappen wir uns unseren wunderschönen 8er mit Frontlader. Ich liebe diesen Traktor. Also einen geilen Sound. Wenn ich irgendwann mal im Lotto gewonnen habe oder sowas, und dann kriegt er auch seine Mehrpower. Oh, reicht der Kalk? Lieber auf Nummer sicher gehen, nochmal voll machen. So, neue Technik. Es ist so ein transparentes, flexibles, variabel Multifunktionsrohr. Das funktioniert durch die Deckel. Ja? Ist ganz neu auf dem Markt. Klar, wo es herkommt, ne? China. So, Gott sei Dank ist Kalk nicht ganz so teuer. Aber auf Löhne müssen die Mitarbeiter demnächst verzichten, wenn es so weitergeht. Ja, man merkt schon, er hat zu kämpfen. Ne? Also das ist ja der große. Der dicke Predalsteuer. Ja. Oh, oh, oh. Also die Bordsteine hier, die haben es schon in sich, ne? Da musst du so aufpassen. Ich bin ja der Erste, der hier umkippt und gegen die Hauswand ballert. So. Der Drescher hat es gleich hinter sich. Also nicht falsch verstehen, ne? Habe ich da eigentlich einen Kurs? Feld 5 Kalken. Tatsächlich 12 Meter sind das bloß. Ich habe keine Ahnung. 18 sind es doch. War das vielleicht ein alter Kalkstreuer? Ich weiß es gar nicht. Jetzt machen wir anders, ey. Drescher ist fertig. Sehr prima. Sehr, sehr prima. Komm, kämpf, mein Freund. Ich weiß, du kannst es schaffen. Wir sind endlich angekommen. So. Gut, liebe Leute.
dann war es das für heute Morgen für die Provence. Ich hoffe, es hat euch irgendwie halbwegs gefallen. Und wenn ihr Bock habt, morgen geht es dann weiter mit der Provence. Und jo, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Oder ein Abo. Oder alles drei. Oder gar nichts, wie ihr möchtet. Wir sehen uns morgen am, ja, ich nenne es mal Provence-Freitag wieder. Okay? Also macht es gut, schöne Zeit bis dahin. Tschüssi.